Ich interessiere mich für Politik, weil sie uns alle betrifft und es um das Gestalten unseres Gemeinwesens geht. Wenn ich nicht in den Bundestag gekommen wäre, würde ich jetzt trotzdem glücklich als Jurist arbeiten. Was ich in Deutschland dringend ändern möchte, ist für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen und gegen die gesellschaftliche Spaltung zu kämpfen. Wählen sollten wir alle, weil nicht abgegebene Stimmen verschenkte Stimmen sind und am Ende nur die Populisten stärken. Ich wünsche mir ein Land, das geprägt ist von Menschen, die stolz auf ihr Land sind. Deutschland aktuell in drei Worten ist lebenswert, liebenswürdig, Heimat. Ich mache mir Sorgen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt immer weiter erodiert. Stolz bin ich auf unser Land. Ich stehe ein für einen starken und wehrhaften Staat. Mein typischer Arbeitsalltag verläuft arbeitsam. Die meisten Leute würden vermutlich nicht denken, dass die Arbeit im Bundestag so intensiv ist. Was mich an der Parteiarbeit besonders reizt, ist, dass die CDU als Volkspartei Menschen aus ganz verschiedenen Lebenswelten zusammenbringt. Was mich daran besonders nervt, ist, dass es häufig um das Bohren sehr dicker Bretter geht. Ich finde Ausgleich zu meiner politischen Arbeit in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern.